Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir neue UEFA-Top-Spiele und wie ihr es von mir gewohnt seid, zeige ich euch da natürlich eine günstige Lösungsmethode. Insgesamt bekommen wir Packs im Wert von über 40.000 Coins. Wir haben hier zum Beispiel ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack als Boni für den Abschluss von allen SBCs und das allein hat schon einen Wert von 30.000 Coins. Die anderen beiden, die kann man nicht so genau bemessen, aber ja, ich habe es mal fairerweise mit mindestens 5.000 Coins beziffert. Wir schauen uns das Ganze jetzt an. Wir haben natürlich wieder zwei Partien und das sieht wie folgt aus. Villarreal, Liverpool, also in umgekehrter Reihenfolge wie in der vergangenen Woche und Real Madrid, Manchester City. Und dann gehen wir rein mit den folgenden Bedingungen. Also zum Preis, ja, bin ich ehrlich mit euch, kann man machen, muss man aber diese Woche tatsächlich nicht, denn wir bezahlen aktuell ca. 30.000 Coins für das Ganze und ja, gut, die Packs sind tradable, kann man alles auf dem Transfermarkt verkaufen. Ich denke, mit Minus geht die da nicht raus, aber es ist schon aktuell sehr teuer, wartet auf jeden Fall bis Freitag zum Premier League Tots ab und dann gibt es nochmal alle Spieler en masse. Gibt es einfach alle Spieler nochmal viel, viel günstiger und ich denke, ihr spart dann nochmal vielleicht 5 oder sogar 10.000 Coins. Okay, erster SBC, FC Villarreal oder Liverpool, brauchen wir mindestens einen Spieler, liegen mindestens 3. Vereine mindestens 5, wir brauchen einen seltenen Spieler, Teamgesamtbewertung 79, Teamchemie 75 und dann würde ich sagen, legen wir einmal los, let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Ich schaue nochmal gerade, ja, wir haben hier Team Chemie, das passt. Okay. Gut, dann haben wir die erste SBC abgeschlossen, das habe ich bereits gesagt. Jetzt gehen wir zur zweiten. Heute schon wieder zu viele Videos gemacht. Guckt auch gerne mal, falls ihr noch ein Pack for free haben wollt, dann habe ich heute für euch noch ein Video hochgeladen. Schaut da gerne auf meinem Kanal, falls ihr es noch nicht abgeholt habt, das PS Plus Pack. Das sieht schon echt nice aus. Einige haben davon auch ja nicht nur einen Tots rausgezogen. Ich habe sogar schon gesehen, dass da manche sogar 3 rausgezogen haben. Okay, die Bedingungen in der zweiten SBC sind folgende. Real Madrid mindestens einen Spieler, Manchester City mindestens einen Spieler und die sind aktuell leider sehr teuer. Ich habe hier, der günstigste war 4.000 Coins. Habt ihr vielleicht einen anderen 80 plus? Ja, könnt ihr den auch natürlich verwenden. Länderregion mindestens 4. Wir brauchen 2 seltene Spieler, eine Teamgesamtbewertung von mindestens 81 und eine Teamchemie von 80. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir alle SBCs abgeschlossen. Natürlich heben wir das Ganze jetzt noch ab und wollen dann noch ein kleines Opening damit machen. Mit 3 Packs. Ja, falls ihr ein Opening wollt übrigens, kommt gerne bei Twitch vorbei. Dort sind wir jeden Tag jetzt fast schon live gewesen. Und wir machen dort ganz, ganz viele Upgrade-Packs und Picks, unzählige. Kommt da gerne vorbei. Wir ziehen dann auch immer eine Icon Moments, wenn wir gerade das SBC-Material dafür angesammelt haben mit den Upgrade Packs und ja, ich würde mich freuen, wenn man sich dort sieht. Ich bin dann auch unterwegs mit einer Livecam natürlich. So, und dann machen wir jetzt mal alles auf. Sparen wir uns die besseren Packs ja, fürs Ende auf. Das war eher nichts, aber verkauft die Spieler alle ruhig. Denn ich denke, der ein oder andere wird bestimmt was an Wert haben. Vielleicht nicht jeder Bronzespieler, aber verkauft die ruhig alle auf dem Transfermarkt. Stellt die mal rein. Guckt auch mal im Einzelfall, was die dann kosten.
Okay, das seltene Goldspielerpack in klein. Wir haben hier einen garantierten 82 plus. Ja, und hier haben wir schon mal einen Team of the Week Spieler, 86er Traoré. Den nimmt man doch mit. Alleine der hat doch schon jetzt aktuell einen ganz guten Wert. Ich schau mal gerade. Und dahinter kann ja theoretisch noch ein bisschen was sein. So, der kostet uns 22.000 Coins. Das ist doch schon mal ganz in Ordnung. Nimmt man mit. Damit haben wir doch schon fast unsere... Oh, ja, damit haben wir auf jeden Fall unsere SBC wieder bezahlt gemacht. Auch der kostet ca. 20.000 Coins. Und der Rest, ja, nimmt man mit. Grealish, auch Grealish. Wie viel kostet denn Grealish? Der wird doch auch bestimmt gut was an Wert haben. 84er momentan richtig in die Höhe geschossen. 5.000 Coins. Alleine das Pack hat uns komplett die Top-Partien hier schon, aber sowas von... finanziert. Mist, die wollte auf den Transfermarkt schmeißen, nachher vergesse ich es wieder. Egal, ein Pack haben wir noch und das ist das größte, das seltene Elektrum-Spieler-Pack. Hier haben wir wieder einen garantierten 82-Plus-Spieler. Komm, gönn uns. Und ja, wir haben hier eine Team of the Season-Karte mit Quaquere. Ja, wie auch immer. Wie auch immer, gar nicht so schlecht. Wir gucken mal, was er an Wert hat und dahinter könnte ja auch noch was sein. Also, schließt die auf jeden Fall immer ab. Manchmal, also der ist jetzt tatsächlich hier auf dem PC fast 90.000 Coins wert. Auf der Playstation 70.000 Coins. Schließt immer die Top-Partien ab. Auch wenn das Plus, Minus, Null manchmal ist, irgendwann werdet ihr, könnt ihr auscashen. So wie ich jetzt. Und ihr habt dann auf jeden Fall die nächsten Top-Partien mindestens wieder mitfinanziert. Und vielleicht dahinter haben wir doch noch was. Oh, den nächsten Team of the Season. Yo, hat sich mal richtig gelohnt. Also wir wurden heute, also wir wurden sowas von ausgezahlt. Der kostet auch nochmal fast 40.000 Coins. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir unser Polster gut gepusht. Ja, das schmeckt doch. Ich hoffe, ihr habt eh nicht gut gezogen, wenn nicht sogar vielleicht besser. Lasst es mich gerne wissen, ab in die Kommentare damit. Hat, ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielleicht haben wir ja nochmal hier die Chance. Nö, das haben wir nicht. Ja, das soll es gewesen sein. Gerne mal ein Like da lassen und Kommentar, was ihr gezogen habt. Und genau, kommt gerne auf Twitch vorbei. Ich würde mich freuen, wenn man sich dort sieht. Und natürlich hier, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch ein kostenloses Abo auf YouTube hinterlassen. In diesem Sinne... reingehauen, wieder schauen. Peace.